Ob es hinterher genauso lecker aussieht wie hier auf dem Bild, da bin ich auch gespannt. Wir starten mit den Zutaten für diesen Kokospudding. Und zwar hier zur linken, die Zutaten waren in der Box und die hier zur rechten, die musste man sich selbst besorgen. Ja, zum einen brauchen wir diese Backförmchen. Sehr, sehr süß. 4 Stück waren dabei und das Rezept ist auch ausgelegt für eben 4 Portionen. Später zum Dekorieren bzw. Füllen brauchen wir die Sprühsahne und pro Pudding eine getrocknete Physalis hier raus. Und ja, für den eigentlichen Pudding brauchen wir so einige Zutaten. Wir brauchen erstmal Butter zum Ausfetten oder Einfetten der Förmchen. Dann brauchen wir Kokosraspeln, Eigelb, Kokosmilch, Zucker und Vanillesoße. Wie das Ganze jetzt zusammenkommt, schauen wir uns jetzt mal an. Dann wollen wir auch mal starten. Hier auf der Rückseite der Rezeptkarte ist alles super erklärt mit Bild und Text. Jetzt erstmal, ich habe hier eine Waage hingestellt. Die stellen wir jetzt mal an. Und da kommen jetzt die Kokosraspeln rein. Und zwar 60 Gramm. Dazu kommen dann 60 Gramm von der Vanillesoße. Da kann man natürlich auch jede andere nehmen, ne? Und noch 60 Gramm Kokosmilch. Die muss ich jetzt erstmal gut durchschütteln, dass wir da keine Klümpchen haben. Das mit dem Schütteln hat nicht geklappt. Drum gebe ich das jetzt alles einmal hier in den Messbecher und werde das dann dort schön miteinander vermischen. So, das hat ganz gut geklappt. Davon kommen jetzt auch 60 Gramm dazu. So. Und das Ganze wird dann jetzt miteinander verrührt. Das sieht so aus und wird jetzt an Seite gestellt. Dann können die Kokosraspeln schön durchziehen und werden schön weich. Ich habe jetzt die Waage mal weggestellt. Jetzt geht es an den nächsten Schritt. Und zwar müssen die Backförmchen richtig gut eingefettet werden mit der Butter und dann mit Zucker ausgekleidet werden. Das soll man schön gewissenhaft machen, denn das soll dann laut Rezept hinterher diesem Kokospudding den Glanz eben verleihen. Ich stelle mir aber noch einen Teller drunter wegen des Zuckers und ja, dann gibt es nicht so viel Schweinerei. Die Förmchen habe ich jetzt an Seite gestellt. Weiter geht es jetzt mit der Puddingmasse. Da brauchen wir wieder die Schüssel mit den eingeweichten Kokosraspeln. Den Backofen übrigens habe ich schon am Vorheizen und zwar bei Umluft auf 170 Grad. Ja, die Eier müssen jetzt getrennt werden und zwar kommt das Eigelb mit hier rein. Das Eiweiß wird nicht gebraucht. Da ja, lohnt es sich vorab mal zu schauen, ob man ja ein Rezept hat oder irgendwie Rührei oder was auch immer macht, Omelette, um ja das Eiweiß eben zu verwenden. Ja, 6 Eigelb kommen jetzt hier rein. Hier rein kommt auch noch der restliche Zucker. Ich hatte den vorhin nicht abgewogen. Wir brauchen insgesamt 120 Gramm.
Ich habe Pi mal Daumen 3 Esslöffel hier verbraucht für die Förmchen und ja, den Rest habe ich jetzt mal hier abgewogen. Das kommt jetzt noch mit hier rein. Also seid klüger als ich und messt es vorher ab. Und das Ganze wird jetzt im Schneebesen miteinander verrührt. So sieht die Masse jetzt fertig aus und die wird jetzt in die Förmchen gefüllt. So, ich habe jetzt hier noch eine Auflaufform. Da kommen jetzt die Förmchen rein. So, das passt ganz gut. Und dann habe ich jetzt gerade den Wasserkocher aufgesetzt, denn die Form soll mit heißem Wasser befüllt werden, so weit, bis die Förmchen hier ungefähr zur Hälfte im Wasser stehen. Und dann kommt das Ganze in den Backofen für 20 bis 25 Minuten. Das Ziel ist, dass die Oberfläche hier leicht gebräunt ist. Ja, so soll es aussehen. Wir gucken, ob es funktioniert. So sehen die Kokospudding jetzt aus, wenn sie aus dem Ofen kommen. Die sind noch mächtig heiß. Ich lasse die jetzt eine Weile hier stehen und auskühlen und dann werden wir die natürlich stürzen. Dafür steht schon hier die Platte da und zum Dekorieren ja die Sahne und die Physalis steht auch schon bereit. Ein bisschen sind die Quindims jetzt abgekühlt und ich werde die jetzt mal versuchen zu stürzen. Im Rezept steht, dass man notfalls mit Hilfe eines Messers das so ein bisschen lockern soll. Das machen wir jetzt mal präventiv, aber das sieht schon ziemlich locker aus. Ich glaube, wir versuchen es einfach. Ist noch ganz schön heiß da unten. Da ist das erste. Okay. Jetzt lasse ich die noch 10 Minütchen stehen. Man kann die kalt essen, als auch noch leicht warm. Ja, ich denke mal 10, 15 Minütchen müssten ausreichen. Dann kommt da Sahne drauf und die Physalis und dann bin ich so gespannt, wie es schmeckt. Ihr glaubt es gar nicht. Aus dem Package hier eine getrocknete Physalis drauf. Wir müssen uns jetzt erstmal hier raussuchen. Oh, da kommen schon welche. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gegessen. Getrocknete Bananen oder Kokoschips, das kennt man ja. Aber getrocknete Physalis ist eine Premiere. Ich hatte letztes Jahr im Garten Physalis. Die waren so lecker. Ich habe dieses Jahr auch wieder 2 Pflanzen gesetzt und bin gespannt, ob ich wieder so viel ernten werde. Die waren nämlich echt gut. So. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also es duftet himmlisch. Ich hatte eben ein kleines bisschen am Messer hängen. Das war unglaublich lecker. Natürlich ist hier zum Bild ein Farbunterschied. Ich weiß nicht, ob es gephotoshoppt ist, weil allein die Physalis, die hat schon einen riesigen Farbunterschied. Ansonsten, ich habe mich ans Rezept gehalten. Es hat sehr gut funktioniert. Ich bin bislang sehr begeistert und probiere jetzt mal, ob das Ganze auch schmeckt. Jetzt gibt es das Feedback. René und ich, wir haben eins dieser Quindims gegessen und die sind so, so lecker. René sagte, seine Reaktion war, das ist wie im Restaurant. Also ich glaube, das ist wirklich ein Dessert oder generell eine Süßspeise, die man super zubereiten kann, wenn man Besuch hat. Und natürlich auch so, aber ja, einfach sagenhaft lecker, Kokosnuss, cremig, süß, super lecker. Diese beiden Hübschen hier, die gehen jetzt rüber zu meinem Vater, der darf natürlich auch schlemmen. Und von daher, von uns gibt es da einen ganz dicken Daumen hoch, das Rezept wird auf jeden Fall nochmal gemacht. Die Physalis ist Geschmackssache, ich fand die sehr lecker, ich mag aber auch Physalis. Die schmeckt aber im Nachgang sehr, sehr, sehr sauer.
Und wenn man diesen süßen Pudding hat und dann diese saure Physalis, das ist nicht jedermanns Ding, ne? Also wer das nicht mag, lässt die besser weg. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen oben da und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn dieses Dessert ist unfassbar lecker. Ciao, ciao!